Ich freue mich sehr, Alex Demirovic zu unserem Abschlusspanel begrüßen zu dürfen und möchte zur Einleitung gerne erinnern an eine These aus unserem Einladungsschreiben, nämlich die These, also die ist formuliert worden vor einem Jahr, vor einem Jahr, nämlich die These, dass die Corona-Pandemie die politische Bildung zurückzwinge zu grundsätzlichen Fragen, nämlich zur Frage nach dem Verhältnis von Politik und Gesellschaft, nach dem Verhältnis von Staat, von Demokratie und Wirtschaft. Im Kontext der politischen Bildung hat diese These eine Implikation, nämlich sie führt zwangsläufig, finde ich, zum Bildungsbegriff oder zum Bildungsverständnis. Alex Demirovic nutzt jetzt das Paulus-Moment der Erkenntnis, um uns materialistische Bildung zu umreißen und macht das am Beispiel von Wirtschaftsdemokratie. Alex Demirovic ist einer der bekanntesten Vertreter von materialistischer Gesellschaftstheorie, hat lange in Frankfurt gelehrt, ist Fellow an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und hat jetzt sofort das Wort. Alex, bitte. Okay, genau. Ich bin zu hören, gell? Also als Margit und ich darüber gesprochen haben, dass ich hier mal einen kleinen Vortrag halten könnte, und dann haben wir auch so ein bisschen überlegt, was könnten so interessante Gesichtspunkte sein, die auch mich beschäftigen. Das muss man sehen, dass ich ja also jetzt so in der politischen Bildung ja nicht direkt tätig bin, und dann fangen schon alle Schwierigkeiten an, was man darunter genau verstehen will, weil also ich habe ja gestern das eben gehört, also insbesondere Stefanie Hürtgen hat ja auf Bildungserfahrung konkret angesprochen, nämlich ihre universitäre Lehre auch im Bereich von Geografie und damit auch Wirtschaftsstudierenden an der Uni Salzburg. Ich selbst bin natürlich eben so, wie Margit das gesagt hat, ja seit Mitte der 70er Jahre irgendwie auch lehrend tätig. Und ein Gutteil meiner Lehre war eben auch Kritik der politischen Ökonomie, also Marx. Ja, also das muss man sich ja, Ältere werden das sicherlich kennen. Jüngere glaube ich dann doch eher nicht, ja, also dass eben in Frankfurt und in Berlin und in Marburg zur Grundausbildung in den sozialwissenschaftlichen Fächern gehörte, Kritik der politischen Ökonomie zu unterrichten. Und ich habe das eben dann als Tutor bei Joachim Hirsch eben mehrere Semester gemacht und dann eben auch als selbstständiger Lehrbeauftragter und später dann als Privatdozent und Professor an verschiedenen Hochschulen. Aber ich bin auch, das ist ja jetzt, Margit hat es ja schon angesprochen, ich bin ja auch aktiv bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das muss man ja auch sagen, ist ja der größte Träger, ja, politischer Bildung, ja, also jetzt vom Geld und von den Beschäftigten her. Ne, so, und ich bin jetzt da nicht operativ tätig, aber natürlich bin ich mit Fragen der politischen Bildung in dem Zusammenhang befasst. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, ist das so sozusagen das, worüber wir sprechen? Ja, also weil wir können ja über sehr unterschiedliche Bereiche sprechen, also Schule und Hochschule und freie Träger, also wozu im weitesten Sinne auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung gehört. Aber die ist ja ein Grenzfall, weil sie eben auch eine parteinahe Stiftung ist, also eigentlich unabhängig, aber doch parteinah. Und dann gibt es natürlich die engere Parteigründung,
gebundene politische Bildung. Das machen ja auch alle Parteien, die Gewerkschaften. Also wir haben sozusagen einen Riesenkranz und ich vermute, viele von euch kennen die Situation und die Schwierigkeiten im Moment. Also die Probleme sind euch ja wahrscheinlich ganz gut bekannt. Und ich habe gedacht, für mich wäre es jetzt vielleicht, um meinen Gedanken so ein bisschen plausibel zu machen, der mich beschäftigt, wäre es vielleicht nicht uninteressant, wie kann man sagen, mit einer gleichsam autobiografischen Bemerkung, ja, in diese Diskussion einzusteigen, dass ich nämlich sagen will, ich habe das gerade vor kurzem für eine Forscherinnengruppe in den Erziehungswissenschaften in Innsbruck als Text formuliert. Jan war auch da in diesen Diskussionen dabei. Die untersuchen sozusagen das politische Verständnis und die politischen Lösungskompetenzen von Schülerinnen. Also das heißt schon von sehr klein auf. Und ich finde, das gibt gute Gründe, sich das eben wirklich anzugucken. Und es berührt meiner Meinung nach die politische Bildung, weil man sagen kann, Kinder und Jugendliche haben ein sehr klares Verständnis einer besonderen politischen Lage, in der sie sind. Ja? Und also, und deswegen sage ich das auch so autobiografisch, man weiß als Kind, dass man in einer Klassengesellschaft lebt und man weiß, dass man in einer rassistischen Gesellschaft lebt. Also um das deutlich zu machen, mein Vater war Zwangsarbeiter aus Jugoslawien und ich selbst war 15 Jahre lang staatenlos. Und man hat aber keine Begriffe für diese Situation, dass man eben arm ist. Also nicht genügend Kleidung, den Fernsehapparat nicht einfach kaufen kann, kein Auto hat, nicht in den Urlaub fährt, dass man aufgrund der Herkunft diskriminiert wird, dass die Noten immer schlecht ausfallen und so weiter. Und man kann das, also das heißt, man operiert im Bildungszusammenhang sozusagen ja ständig nach solchen Gesichtspunkten auch der eigenen Erfahrung. Und wenn man das jetzt so ein bisschen weiterdenkt, dann fand ich das eben in der Gymnasialzeit, einer mühsam erkämpften Gymnasialzeit, was eben Teil der Lebensgeschichte auch von Bildungserfahrungen ist, also an welchen Bildungsprozessen will, kann und darf man dann auch gesellschaftlich teilhaben. Das ist ja auch nicht so einfach. In welche Richtungen wird man geschoben? Welche formellen Kriterien muss man erfüllen? Das ist ja eine richtig gehende, umfassende, wenn man so will, familiäre Arbeit, an der viele Menschen beteiligt sind. Und dann war ich in der Oberstufe und das ist ja in der Zeit um 68 gewesen und die ist eben für den engeren Bereich der politischen Ökonomie wichtig, weil in der Gemeinschaftskunde, das war sozusagen damals der Bereich der politischen Bildung, hatten wir als Lehrer einen Schüler von Wolfgang Abendroth, der aber gleichzeitig, was ein bisschen überraschend ist, in der Kombination Student einer schlagenden Verbindung gewesen war. Und bei dem war ich aber in Gemeinschaftskunde immer sehr gut, ja, also es war mein bestes Fach. Und ich habe mir diese gute Note dann auch damit unter anderem erworben, dass ich über den illegalen Aufbau der Reichswehr unter von Seeckt, ja, eine lange Hausarbeit geschrieben habe. Und es hat mich wirklich fasziniert und mein Interesse für die Prozesse der deutschen Revolution und der Weimarer Entwicklung und des Nationalsozialismus sozusagen dann auch ganz maßgeblich mitbestimmt. Die nächste Hausarbeit, die ich bei demselben Lehrer ein Jahr später geschrieben habe, beschäftigte sich mit einem Buch von Jörg Hufschmidt, Politik des Kapitals. Für meinen Geschmack eine sehr viel bessere Arbeit, aber da seht ihr, das ist jetzt politische Ökonomie, ja. Und die Note ging von 1 auf 4 runter, ja, obwohl ich selbst diese Arbeit sehr viel besser fand, ja. Also, und dann ging es natürlich um Fragen der, wie es in dem Buch und in den Spätsechziger Jahren eben eine übliche Diskussion in der Linken war, ging es in hohem Maße um Konkurrenz und Kapitalkonzentration in der Bundesrepublik und die damit verbundene Vermögensbildung.
Und so, und das heißt, es ist ja ganz, wie kann man sagen, eine konkrete Situation der Erfahrung. Und dann kam sozusagen, und das ist ja jetzt auch nicht unwichtig, politische Bildung durch die Schülerinnenbewegung und die Studentenbewegung in der Form, dass ich eben dann dachte, ich will das jetzt genauer wissen und eben kritische Theorie und Marcuse lesen und eben auch Marx. Und das ist das, was ich jetzt hier als paulinisches Moment einführen will. Ja, also ich will sagen, es ist sozusagen kein Bildungsprozess im Sinne einer, wie kann man sagen, in sich vermittelnden, gleichförmigen Bildungsarbeit und eines Bildungserwerbs, sondern es ist voller Brüche und Einsichten, die ganz partikular fragmentiert bleiben. Ja, das ist aus meiner Sicht eine wichtige Erfahrung und die sozusagen, und das ist jetzt das Paulus-Moment daran, auch schockartig sind. Also ihr kennt, ich weiß nicht, manche Leute sind so bibelfest, dass sie sowieso gleich wissen, um was es geht, aber ich sage ganz kurz, worum es geht, das lässt sich ja in ein paar wenigen Sätzen sagen. Paulus hieß eben Saulus und gehörte zu einer bestimmten Strömung des Judentums und war einer der erbitterten Verfolger der Christen. Die ja, also das sagt ja der Ausdruck Christen, die Ansicht vertreten haben, dass Jesus von Nazareth eben der Messias sei. Und viele jüdische Strömungen wollten das nicht akzeptieren und dazu gehörte eben Paulus. Und der war auf dem Weg nach Damaskus und dann kam eben Erscheinungen, Engel, der Heilige Geist, ja, und haben ihn sozusagen dann, also so geschockt, er ist vom Pferd gefallen, war ein paar Tage blind, hat sich erholt und wurde dann ein überzeugter Christ. Und wenn man jetzt entlang dieser Linie denkt, dann war Paulus sozusagen, also Gramsci macht es sehr stark, ja, also es gibt Marx, es gibt Lenin und für die christliche Tradition gibt es Jesus und es gibt Paulus. Also die Lehre und die Jünger von Jesus, das eine, und Paulus, derjenige, der sozusagen das Christentum, die christliche Lehre, und christliche Lehre heißt für ihn nur eins, Jesus war der Messias. Also der von Gott auf die Erde, den Menschen geschickte Sohn, ja, der sozusagen die Erlösung verkündet. Und Paulus hat jetzt sozusagen das zu einer zentralen Politik gemacht, ja, und ich finde diese Überlegung interessant, nämlich von diesem zentralen Punkt an, von dieser Erkenntnis aus her eigenständig zu handeln, Erkenntnis zu erzeugen, Organisationszusammenhänge zu schaffen und dann sich unabhängig zu machen von Herkunft. Also, das beziehe ich jetzt alles sehr stark auf ein kleines Buch von Alain Badiou, finde ich, der das sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, diese Probleme, dass er sagt, worin besteht die Bedeutung von Paulus? Ja, nämlich diese schockartige Erfahrung jetzt umzusetzen in organisierende Tätigkeit, also zu lernen, die Gedanken zu entwickeln, sich auseinandersetzen mit den verschiedensten Gruppen auch des Judentums, aber sich letztlich abzulösen, nicht mehr Juden zu missionieren in den Synagogen, was Paulus noch gemacht hat, sondern eben letztlich frei, ja, in den verschiedensten Gruppierungen von Menschen sozusagen aktiv zu werden. Ich glaube, das sind einige ganz wichtige Bildungselemente. Und für mich sind genau jetzt interessant diese Erfahrung, dass sozusagen man plötzlich versteht und wie in einer Art psychoanalytischen Rückwärtsdrehung das Verständnis der eigenen Person, was waren die Erfahrungen immer schon gewesen, mit denen man als Individuum zu tun hatte. Ja, also warum hat man so gelebt, wie man gelebt hat als Kind und Jugendlicher? Warum hat man diese Erfahrung gemacht und welche Konflikte gab es und gibt es in den Schulzimmern oder dann auch in den Universitätsseminaren? Weil es geht natürlich
denn weiter? Also ich selbst war der Überzeugung, endlich an die Uni kommen und dann hat man die Möglichkeit, sozusagen auf einem völlig anderen und freien Niveau Diskussionen zu führen. Aber dann, um festzustellen, dass es eigentlich eine ähnliche Situation war, auch wie an den Schulen. Und Schule, das hieß ja nicht nur, dass man eine Vielzahl von reaktionären Lehrern hatte, also wie eben mein Gemeinschaftskundelehrer oder mein Englischlehrer, der Freiwilliger bei der Waffen-SS war und an den Mordkommandos teilgenommen hat. Das waren ja sozusagen auch Gewalterfahrungen, die in die Schule reinkamen, ins Klassenzimmer, in die Klassenzimmersituation. Und eben dann auch, wie kann man sagen, eine Art kleine Bürgerkriegsstimmung, weil ja es damals um die Ostpolitik der Willy-Brandt-Regierung ging und dann eben das auch zum Gegenstand hitziger und wirklich beinahe gewaltförmiger Konflikte wurde, also dass Brandt eben Vaterlandsverräter sei und so weiter. Also, aber ihr versteht, diese anekdotische Seite ist für mich in Bezug zu sagen, der Erkenntnisprozess ist nicht etwas, was sozusagen in einer bestimmten Form von kontinuierlicher Wissensaneignung geschieht, ja, was auch nicht einfach nur sozusagen eine stille und langsame Verallgemeinerung von persönlichen Erfahrungen zustande kommt, sondern der Bildungsprozess kommt sozusagen auch ganz plötzlich, ungleichzeitig, schockartig. Und worum es also in Bildungs Prozessen meiner Meinung nach geht, die wir organisieren, ist natürlich sozusagen auch Deutung anbieten, Wissen anbieten, aber wir können das sozusagen auch diesen Prozess sozusagen nur begünstigen. Wir können diese Art von Schocksituation, also dieses Paulus-Moment, gleichsam nicht determinieren. Wir können das nicht herbeizwingen. Und ich finde, ich betone das deswegen, weil man sich ja auch immer klar machen muss, in der Schule und auch in der Hochschule arbeiten wir ja unter Bedingungen, dass wir diese Diskussion immer auch bewerten. Ja, also und selbst in Zeiten, wo das sozusagen sehr verringert wurde, die Notengebung, ja, spielte das als Element eben doch auch eine Rolle. Und ich betone das auch aus dem zweiten Grund, weil wir ja eben, wenn ich an Frankfurt denke, aber das ist ja ähnlich in Berlin gewesen, bei Altvater oder Wolfgang Fritz Haug, dann würde ich sagen, wir haben tausende Leute, ja, in Kenntnissen der Kritik der politischen Ökonomie geschult. Und das ist etwas, was Stefanie gestern ja auch angesprochen hat, dass es dann eben dieses Formelhafte sehr schnell gibt, also bestimmte Formeln, bestimmte Formalismen dieser Theorie. Und die wirklich ernste Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie gewährleistet man auch die Lebendigkeit dieser Situation, sodass es, wenn man so will, sich auch dieser Erkenntnisschock vorbereitet. Was meine ich jetzt mit Erkenntnisschock? Weil das finde ich, das gehört ja eben dazu, dass man nämlich anfängt, sich zu fragen, was waren das für Erfahrungen, aber dass man auch misstrauisch wird gegenüber all dem, was man schon sozusagen an Konventionen, an Routinen, an Gewohnheiten sozusagen entwickelt hat. Also das heißt sozusagen ein völlig neues Wissen entwickelt. Und dazu, deswegen habe ich Jan dich vorhin gefragt, wie viel Gramsci du schon zitiert hast, ja, also weil ich würde gerne eine der für mein Empfinden Schlüsselstellen von Gramsci hier ins Gespräch bringen, weil er sozusagen diese, wenn man so will, verändernde, kritische Bildungspraxis selber sozusagen versucht zu thematisieren, dass er nämlich sagt, na ja, also ne, das wäre sozusagen für mich ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass Bildung Handlungsfähigkeit herstellt. Das wäre, da hätte ich große Probleme, weil ich glaube, dass Menschen sowieso handeln und handlungsfähig sind. Die Frage ist, in welche Richtung handeln sie? Was sind ihre Überzeugungen? Mit welchen Zielen tun sie das? Und ist dieses Handeln sozusagen kohärent? Das ist ja vielleicht eine der wichtigsten Fragen. Und das sind die Fragen, die Gramsci eben beschäftigt, wenn er sagt,
Er überlegt so, dass er sagt, eigentlich sind wir immer Teil eines Massemenschen. Wir sind immer konformistisch. Also anders als in der kritischen Theorie hat Gramsci an diesem Punkt noch kein Problem. Also ihm geht es darum zu sagen, dass eben Menschen in diesen Konformismen völlig ungleichzeitig sein können, also bizarr zusammengesetzt, Höhlenmenschen und auf dem Niveau, also höchster und neuester Technologien und Wissens. Ja, das heißt, es ist also denkbar, dass wir sozusagen handeln nach völlig verschiedenen Logiken, in der Familie so, im Freundeskreis so, in der Uni oder am Arbeitsplatz so. Drei völlig verschiedene Handlungsweisen, ganz verschiedene Praktiken, also hier der Höhlenmensch und dort, wie Gramsci sagt, die fortgeschrittenste Wissenschaft. Ich glaube, das ist wichtig. Und der Schock, das Paulus-Moment ist für mich jetzt genau dieses Moment zu sagen, was ist das eigentlich, in welchen Denkmustern bewege ich mich, wie lebe ich und will ich so eigentlich weiterleben? Und ich glaube, das ist eine wichtige Bildungserfahrung so, und das ergibt sich, also hegelianisierend würde man sagen, aus der Quantität von Wissen kann dann irgendwann ein Umschlag in Qualität erfolgen, aber das ist so. Und dann Gramsci eben jetzt in diesem Sinne, dass er sagt, die eigene Weltauffassung kritisieren heißt mithin, sie einheitlich und kohärent zu machen und bis zu dem Punkt anzuheben, zu dem das fortgeschrittenste Denken der Welt gelangt ist. Es bedeutet folglich auch, die gesamte bisherige Philosophie zu kritisieren, insofern sie verfestigte Schichtungen in der Popularphilosophie hinterlassen hat. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Überlegung, die Gramsci da anstellt, nämlich zu sehen, dass wir alle irgendwie Philosophen sind und dass sozusagen es darum geht, genau diese ganzen überlieferten Formen von Philosophien ja kritisch hinter uns zu lassen. Und jetzt würde ich sagen, Marx ist derjenige, der genau das gemacht hat. Die Kritik der politischen Ökonomie ist sozusagen, wenn man so will, ja, ein radikaler, denkerischer Bruch mit einer tausendjährigen Tradition, weil er, das ist etwas, was ja selber zum Bestandteil auch der kritischen Theorie gehört, den Begriff der Arbeit, also dass wir uns selbst erhalten durch Arbeit und dass Vernunft nicht etwas ist, was sozusagen als überlegener Geistesakt besonderen Menschen vorbehalten ist, sondern dass vernünftiges Denken eben die Form ist und eine der Praktiken, in denen die Menschen ihr Überleben sozusagen sichern. Das heißt, wir müssen gewissermaßen an diesem Punkt vernünftig sein und eine der, also das ist sozusagen ein Moment unseres Zusammenlebens und unserer Praktiken und es geht darum, diese Praktiken, also vernünftige Gesichtspunkte gleichsam zu entwickeln. Und ich meine, dass Marx das tut, insofern er jetzt genau das Thema der gesellschaftlichen Arbeit, der Kooperation ganz maßgeblich ja, in den Blickpunkt drückt und damit sich sozusagen anlegt mit einer tausendjährigen Geschichte von Religion und Philosophie und Selbstverständnis, dass nämlich die Frage, die Precht stellt, wer hat eigentlich die Tore von Theben gebaut? Wer waren diese Leute, die die Burgen und Schlösser ja, gebaut haben, die wir dann als Touristen irgendwo angucken, die Kathedralen? Was ist eigentlich mit diesen Leuten? Das heißt, dass wir sozusagen also von Marx her einen völlig neuen Blick auf die Weltgeschichte haben. Und dann kommt ein zweiter Gesichtspunkt, der aus meiner Sicht auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Erkenntnisrevolution ist, dass nämlich wir dabei lernen, bei Marx das, was er den Springpunkt der politischen Ökonomie genannt hat, nämlich das Verhältnis von stofflicher Gebrauchs orientierter Arbeit, Tätigkeit, in der wir kooperieren und unseren gesellschaftlichen Zusammenhang erzeugen, gemeinsam, und eben der Verwertungsseite genau dieser Arbeit. Und dass es dem Kapital gelingt, mit der Verwertungsseite, mit dem Tauschwert, den Eindruck zu erwecken, als sei alle Arbeit
verwertender Arbeit, als sei sozusagen die Leistung, die wir erbringen, wenn wir kooperieren, alleine eine Leistung, die durch diejenigen hergestellt wird, die die Verfügungsmacht haben. Also das ist ja einer der zentralen Gedanken dann der Dialektik der Aufklärung geworden, dass die Herrschenden sozusagen von sich behaupten, dass wir alle nur deswegen überleben, weil sie organisieren den Prozess der stofflichen Aneignung von Natur. Und das kann so weit gehen. Ich habe gerade wegen Corona vor ein paar Tagen war im Fernsehen einen Film über einen Bauunternehmer und der sagt, was tut er Soziales? Ja, er tut Soziales wirklich viel und dann sagt er, was er Soziales tut. Er gibt den Menschen Arbeit, sodass sie arbeiten können und damit einen Verdienst haben. Das ist eine totale Umkehrung. Also das ist genau so wie das, was ja gestern auch mehrfach behandelt wurde, die Formel von G und W und G', also aus Geld mach mehr Geld. Und dann sagt dieser Bauunternehmer, ich gebe den Leuten mit meinem Geld Arbeit. Das heißt, die Arbeit, die die Leute leisten, ist für ihn eine karitative Maßnahme. Der kapiert überhaupt nicht, dass er mit seinem dicken Porsche und seiner großen Villa sozusagen der Profiteur ist. Und ich glaube, dass viele, also wie kann man sagen, also jetzt von meiner eigenen Erfahrung her gesprochen, viele Kinder, viele Jugendliche genau diesen Zusammenhang kennen. Ja, sie begreifen ihn nicht, ja, aber sie haben eine Ahnung, sie wissen das. Und das heißt, es gibt diese Konflikte in den realen alltäglichen Praktiken und Bildung ist sozusagen meiner Meinung nach auch ein Prozess und das ist sozusagen der materialistische Aspekt daran, der das begünstigt oder verhindert. Und was ist an Bildung jetzt sozusagen das Materiale? Ja, das Materiale an Bildung ist, dass es körperlich wird. Ja, also das ist ja das, was Adorno mit Bourdieu teilen, dass beide die Überzeugung haben, Bildung ist etwas, was Kultur, die subjektiv zugeeignet wird, die also in den Körper, also den inkorporiert wird, damit zu zweiter Natur. Ja, und als zweite Natur eben dann aber naturhaft ist. Das heißt, Menschen erscheinen gleichsam von Natur her als gebildete Menschen, ja, und rechnen sich das als ihre besondere Fähigkeit zu, als eine Fähigkeit, die sie aber nur besitzen, weil sie Angehörige des Kleinbürgertums oder der Bourgeoisie sind. Man kann darüber jetzt selber nochmal nachdenken, wie sozusagen das Bildungsgeschehen in den verschiedenen sozialen Klassen ist. Aber ich glaube, wenn ich an Trump denke, dann würde ich nicht sagen, dass die Bourgeoisie besonders gebildet ist. Das gehört aber dazu, dass heute sozusagen das Bürgertum gar nicht mehr gebildet sein muss, sondern die kaufen Bildung dazu. Aber ich glaube, die Sache ist kompliziert, weil natürlich investieren sie dann auch in Gemälde und gehen in die Oper und so weiter. Das heißt, sie verwenden einen Teil ihres Geldes und ihres Zeitbudgets auf solche Prozesse. Aber für die Bildungsfrage heißt es natürlich auch, wie kann man diesen Prozess immer wieder denaturalisieren? Also, weil wenn ich mein eigenes Argument sozusagen weiterverfolge, dann würde ich sagen, zu sagen, ich kann das nicht, das ist mir zu schwer, zu theoretisch, zu abstrakt, dann ist das eine Form des Klassenkampfs. Dann sind es Entmutigungen, ja, von Menschen, sich genau die Begriffe anzueignen, auf dem höchsten Niveau des Wissens, des begrifflichen Denkens handeln zu können. Und zu sagen, ich kann das nicht, das ist zu schwer, das ist zu abstrakt, zu theoretisch und so weiter. Das ist sozusagen selbst ein Moment systematischer Verdummung und des Klassenkampfs, Menschen zu entmächtigen. Das heißt, ihr Handeln, die werden ja nicht zu Ohnmacht verurteilt im Sinne von Nichthandeln, sondern ihr Handeln wird damit in bestimmte Bahnen gelenkt, wo sie sich selber dann wiederum als handlungsmächtig erfahren. Also in den Urlaub fahren, ins Auto steigen, Shopping machen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wo man sich fragt, was ist eigentlich das, was die Leute jetzt auch unter Freiheit verstehen, wenn sie sagen, endlich mal wieder shoppen. Also
sozusagen die Käufersouveränität spüren, das, die Möglichkeit zu haben, Geld auszugeben. Okay, und also ich hoffe, ich habe so ein bisschen diesen Kreis von Gesichtspunkten, also materialistische Bildung und das Paulus-Moment deutlich gemacht. Das Paulus-Moment soll eigentlich sozusagen auch einen Bruch mit der bizarren Körperlichkeit von Bildung herbeiführen. Menschen werden hysterisch, werden panisch, werden depressiv, werden entmutigt. Das schlägt sozusagen in Gefühlsstau, in intellektuellen Stau zurück, sodass die kritische Theorie, wenn ich an Horkheimer denke, so vor dem Hintergrund psychoanalytischer Aufklärung die Haltung hatte, Theorie macht gesund. Weil theoretisches Begreifen heißt, sich mit ganz vielen Menschen kooperativ zu vernetzen, heißt sozusagen die Fähigkeit zu erwerben, sich an die Erfahrung der Widerständigkeit des Materials, also die Arbeit des Begreifens, des Denkens, des Nachdenkens, des Fühlens, diese Arbeit auch selbst zu verstehen als einen Prozess, in dem wir drin sind. Okay, und jetzt das sozusagen nochmal als Zusammenfassung dieser zwei Gesichtspunkte und dann vielleicht ganz kurz als Ausblick, weil ich ja jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit bin mit meinem Vortrag, nur ein paar Sätze zu dem dritten Gesichtspunkt der Wirtschaftsdemokratie, weil das gehört nach meinem Verständnis radikal zu den Einsichten der Kritik der politischen Ökonomie. Dass wir nämlich, also auch das ist ja ein Erbe der älteren kritischen Theorie, deutlich machen müssen, dass Menschen nicht unter ökonomischen Formbestimmungen leben müssen. Also sozusagen kann man sagen, also das ist ja in sich eine eigene historische Erfahrung, dass wir sozusagen unsere Lebensverhältnisse als ökonomische Verhältnisse fassen müssen, dass viele Entscheidungen als ökonomische Entscheidungen getroffen werden in unserer gesellschaftlichen Reproduktion und Kooperation und dass wir dann auf der Basis dieser Grundlage, dass sowas entsteht wie eine eigene Sphäre des Ökonomischen, dann die gesellschaftlichen Entscheidungen an den Markt geben. Und das ist ja eine total irre Situation, in die wir uns da hineinbegeben, dass nämlich ja genau genommen die relevanten gesellschaftlichen Entscheidungen sozusagen anonym getroffen werden nach Marktprozessen, also in der Konkurrenz. Welches Kapital erzielt den größten Gewinn? Und diesen Weg der Investition, den verfolgen wir. Das heißt, Investition in eine bestimmte Form von Mobilität, in eine bestimmte Form von Großtechnologie wie die Atomenergie, also Kraftwerke und so weiter. Also wir könnten das dann durchdeklinieren. Das heißt, der Tauschwert, die Gewinnorientierung lenkt sozusagen unsere stoffliche Aneignung der Natur sozusagen bis in den letzten Ziegelstein hinein und produziert gleichsam die gesamte äußere und innere Welt. Ja? Und das heißt, wenn man so will, kommen wir dann an einen Punkt zu sagen, Wirtschaftsdemokratie ist nicht das, was jetzt in Deutschland sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in der Gewerkschaftsbewegung, dann vertreten wurde. Sozusagen, klar, das ist es auch, Bestimmung auf der betrieblichen Ebene im Unternehmen, sondern ich will das eigentlich, finde ich, in einer Diskussion über eine Neufassung und auch im Bildungsprozess müssen wir letztlich dahin gelangen, zu sagen, wir brauchen sozusagen einen demokratisierenden Zugriff auf wirtschaftliche Prozesse insgesamt, um die Sachen auch, also um die Lebensverhältnisse auch zu entökonomisieren und gemeinsam, kollektiv, kooperativ sozusagen unsere Zukunft festzulegen in der Art und Weise, wie wir unsere kollektive Arbeitsleistung sozusagen festlegen für bestimmte zukünftige Entwicklungspfade. Also wenn man jetzt so anguckt, ja, also das ist ja jetzt auch in den Sozialwissenschaften, wenn ich an Jens Becker denke, da vom Max-Planck-Institut in Köln, ein großes Thema. Und dann ist klar, wer legt jetzt Zukunft fest? Die Börsen. Ja, also das heißt, wo werden sozusagen große Investitionen getätigt durch also Investoren,
des Typs Finanzmarktakteure, Pensionsfonds und so weiter. Und dann legen die im Wesentlichen sozusagen tauschwertorientiert unsere Zukunft auf Jahrzehnte fest. Und das muss man sich klar machen. Jeder Bildungsprozess, der kann nicht einfach nur langsam laufen, weil er läuft dann diesen Prozessen immer hinterher. Ja, sondern der muss auch intern sich beschleunigen können, um sozusagen diesem irrsinnigen Vorgriff auf die Zukunft von 50, 60 oder 80 Jahren, und wir reden ja jetzt mit Klimaerwärmung von Zeithorizonten von eher 100 oder 150 Jahren, müssen wir sozusagen dahin gelangen, unsere Zeithorizonte auch im Bildungsprozess durch ein solches Verständnis auszudehnen. Okay, soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, das war jetzt nicht zu, zu episodisch, zu knapp, zu kurz. Ja, vielen Dank.